Entscheidung für ihn und nicht nur Hio dann gleich gerechtfertigt. Just in der 15. Minute, die sich die Rapid-Fans zum Limit gesetzt haben. Ja, tolles Zuspiel von Steffen Hofmann. Aber in der Wiederholung wird man es besser sehen. Die Rieder stehen sehr hoch, für meine Begriffe zu hoch, in einem Auswärtsspiel sowieso. Glasner spielt jetzt auf Abseits, hebt dann, glaube ich, auch kurz die Hand. Und hinten stehen zwei Spieler, Brenner und Stockglaser, heben beide das Abseits auf. Und für Gebauer war da nichts mehr zu holen. Er weiß nichts genau, soll er rausgehen, erwischt er. Hofmann. Tarzan. Und René Gartl in der Mitte. Und hier ist Hamdi Salihi. 2:0, also der Blitzstart in der ersten Hälfte hat nicht gleich funktioniert, nach wenigen Sekunden in Hälfte 2 funktioniert das. Knapp eine Minute gespielt und 2:0 abermals durch den albanischen Goalgetter der Hütteldorfer. Drazan mit der langen Flanke, da zunächst verpasst Gartler den Ball und Salihi dann nicht zu stoppen. Saisontreffer Nummer 12 für den Albaner. Kann sich hier gut durchsetzen gegen Schrammel und lässt Thomas Gebauer im Tor der Rieder keine Chance.